Hey Leute, was geht ab? Ich freue mich, dass ihr eingeschaltet habt. Dieses Video ist das Frage- und Antwortspiel, was ich mit Wagner gespielt habe. Das Interview oder das Frage-Antwortspiel ist in einem Interview entstanden und zwar relativ spontan und relativ kurzfristig. Ich habe dann irgendwann gefragt, als wir ganz viel gequatscht haben, so ey, wollen wir nicht mehr das Interview machen? Und dann mal, jo, machen wir. Bumm, haben die Kamera aufgestellt. Und dann ging es auch direkt los. Also wir haben uns ja gesetzt. Ich heile dich ja nochmal, ich weiß auf, ja nicht. Ja, das, auf, ja. Das, auf das wollte ich gerade hinaus, da warten Sie hier. Also wir haben uns eigentlich selbst beide ins kalte Wasser geschmissen. Ich hatte meine eure Fragen dabei. Lass uns starten. So. Und dann haben wir auch relativ fix angefangen. Wenn ihr euch ein bisschen wundert über das Layout oder das Hintergrund des ganzen Interview-Parts, ist Wagner selber gerade dabei, einen YouTube-Channel, sag ich mal, zu starten. Er hat sich ein Studio gebaut. Und da kam ich anscheinend genau zum richtigen Moment, zur richtigen Zeit da an mit meinen Fragen und mit meinem YouTube-Channel und mit der Community hier. Ziemlich cool. Dann sind wir im Prinzip beide zusammen ins kalte Wasser gesprungen, mit Arschbombe vorab. Und ja, haben dann einfach geguckt, dass wir bestmöglichst das Ganze so durcharbeiten. Die Videos habe ich nicht großartig bearbeitet und geschnitten, weil ich euch keine Infos vorenthalten wollte. Sind wir mit den Antworten, oder ist der Wagner, oder hier ist Wagner mit den Antworten sehr gut in die Tiefe auch gegangen und hat auch ein bisschen ausgeholt oder weitreichend erklärt, was ich ja auch sehr cool fand. Also hier sind auf jeden Fall ist viel Gold enthalten für jemanden, der ein bisschen mehr wissen will. An dieser Stelle auch nochmal ein ganz, ganz herzliches Dankeschön an Walter Wagner, der sich die Zeit genommen hat für uns, für mich, für die ganze Community und hat wirklich 2 Tage seine Firma stehen lassen, links liegen lassen für uns und hat sich wirklich 100% auf das Projekt hier konzentriert, was sehr cool ist. Und als Goodie hat er uns noch mit an die Hand gegeben ein kleines Goodie, und zwar gibt es für die Erstbestellung auf den gesamten Warenkorb 10%, einen 10% Gutschein, den haben wir so genannt, Marc Monetti 10, das habe ich hier oben oder hier unten werde ich das mal einblenden, gilt auf seinem eigenen Shop, den er hat, der heißt oldieöl.de, wird auch hier unten eingeblendet. Und wenn ihr Produkte habt oder irgendwie das ganz interessant findet oder sowieso schon überlegt hatte, die Produkte zu kaufen, dann hat er noch ein Goodie mit an die Hand gegeben, der die 10% auf den Warenkorb. Was mich sehr freuen würde, ist, wenn ihr Anregungen bekommen habt, irgendwas gelernt habt oder dadurch neue Fragen entstanden sind, die ihr gerne beantwortet haben wollt, kommentiert gerne das Video. Ich liebe ja Kommentare, ich finde es immer super geil, eure Kommentare, eure Eindrücke, eure Erfahrungen zu lesen. Das ist auch einer der Gründe, warum ich das Ganze hier mache. Und ansonsten, wenn euch das Ganze gefallen hat und ihr den Channel noch nicht abonniert habt, würde ich mich sehr über ein Abo freuen. Und ja, wenn ihr findet, die Information war gut und ihr kennt jemanden, der ein bisschen mehr über Öl erfahren sollte, dann teilt auch gerne das Video, würde mich auch sehr freuen. Und wenn ihr dann noch Bock habt, gebt mir einen Daumen hoch. Ja, das war's soweit von meiner Seite. Ich wünsche euch jetzt viel Spaß für das Video. Ich hoffe, das Intro war nicht so lang und ich verziehe mich jetzt. Also haut rein, Jungs. Peace. Hier wird auch wieder ein Sondermüll abgefüllt. Mhm. Diese Anlage ist auch wieder eine Eigenentwicklung, auch selbst die Anlage gebaut. Ja, okay. Hier kann individuell schnell von Kunden eben abgefüllt werden, ohne dass wir eine große Abfüllstraße brauchen. Ja. Wiederum so gebaut, dass hier eine Abfüllstation entwickelt wurde, die über eine Waage funktioniert. Das heißt, der Arbeiter kann hier das Gewicht vorgeben und die Pumpe, um den genau das Gewicht, was wir hier brauchen, aufs Eingang genau in die Kanister. Ja, okay. Wir haben hier keinen hohen Platzbedarf, deswegen sind wir auch sehr flexibel. Ja. Und alles steht hier bei uns auf Rädern, das heißt, wir können von heute auf morgen eben den Kunden schnell bedienen. Ja, okay. In dem Fall, ne? Ja. Also schnelle Produktwechsel, wenn man einfach genau. Was anderes hat und sagt, heute müssen wir dies machen, so. Morgen das. Okay. Und dann hier in den wiederum für die Spezialprodukte, was wir in kleinen Mengen produzieren, wie zum Beispiel die Oldtimer-Öle oder auch die Spezialöle, Kundenanforderungen produzieren wir hier in den 2.500 Little-Mischern. Ja, okay. Wir haben da schon 2 Stück davon. Die werden hier praktisch von oben befüllt mit einer speziellen Hochleistungspumpe. Es werden die E-Tiefe natürlich geben, wurde auch noch thermisch angefahren, ja. Auf 60 Grad. Und 1 Stunde gehalten. Okay. So dass wir eben dann auch in dieser Zeit mischen können und letztendlich eine komplette Vermengung, ja. Eine ideale Vermengung der einzelnen Komponenten erreichen. Okay. Ja. Aber das Produkt kommt fertig gemischt an oder wird es noch vor Ort? Nein, die Rohstoffe kommen hier an. Ja. Und wir produzieren natürlich nach unseren Vorgaben, nach unseren, ja. Rezepturen. Dort, wo wir
letztendlich hier genau das umsetzen können, was auch der Kunde will und auch der Kunde braucht, beziehungsweise dass wir auch unsere Ideen, also unser Know-how hier mit reinbringen. Das ist jetzt eine Etikettieranlage, dort wo wir wiederum auch Kleinserien etikettieren können. Ja. Das ist ein Halbautomat, hier wird zum Beispiel hier wird ein Spezialprodukt von uns abgefüllt, das nennt sich 123 Stadt. Ja, okay. Das ist jetzt ein Benzinzusatz, den wir speziell für die Baumarktketten entwickelt haben. Das wird hier etikettiert. Beziehungsweise ist es auch mobil, die Anlage wird dann rausgenommen und wird eben genau, wenn das Produkt produziert wird, eben dann eingesetzt. Eingesetzt, ja, genau. Okay. Also nicht ständig jeden Tag das gleiche Produkt gemacht, sondern die sind hier relativ flexibel und können jetzt hier, je nachdem, was sie jetzt eben gerade brauchen, was abverkauft wird und auch letztendlich, was der Markt anfordert oder auch in spezielle Kundenbestellungen aus dem Ausland, kann hier natürlich sofort bedient und sehr schnell bedient werden. Ja, das ist super. Das bringt bei uns jetzt die hohe Flexibilität. Ja. Andererseits ist es so, wir können unsere Arbeiter auch gut auslasten. Das heißt, jetzt haben wir Winter. Oder sagen wir, in den meisten Teilen der Welt, wo wir ihn verkaufen, ist Winter. Das heißt, der Ölabsatz geht in der Zeit in der Regel zurück. Ja. Wir haben saisonal bedingte Spitzen drin im Frühjahr. Also mit dem Reifenwechsel wird auch der Öl gewechselt. Ja. In der Zeit wird letztendlich komplett, haben wir den höchsten Ausstoß hier. Ja. Aber wir können das so puffern, dass wir jetzt zum Beispiel vorproduzieren. Das heißt, wir wissen auch ungefähr schon, was in der Zeit kommt, dass wir das vorproduzieren können. Und somit können wir hier immer flexibel sein. Ja. Um letztendlich den Kunden dann entsprechend auch schnell bedienen zu können. Ja, ja. Und das Hauptgeschäft, das wir machen, ist auch Online-Absatz und wir wissen ja heute bestellt, morgen geliefert. Also das Material muss am Lager stehen, muss also versandfertig am Lager stehen. Ja. Habt ihr alle Produkte immer vor Ort? Ja, alles. Ja, alles da. Ja. Also es gibt kaum, dass wir irgendwo eine Lieferzeit drauf haben. Ne? Sind sofort lieferbar. Ja. Ja. Cool, okay. Ja. Wir stehen da Pflanzen. Also haben die einen Grund? Die haben das Winterquartier. Ja, okay. Ja, das ist jetzt so Deko von uns im Betrieb. Die, die stehen jetzt draußen und da hat man jetzt auch schon sehr viel Energie reingesteckt. Gut, wir haben jetzt hier zum Beispiel eine Werkzeugmaschine, wo wir unsere Anlagen bauen. Ja. Und ein Teil davon, ich habe sie nur ausgliedert, weil die doch eine höherwertige Maschine ist und die sollte jetzt eben, das sagen wir, keine hohe Temperaturunterschiede, die sollte in geheizten Räumen auch stehen. Ja, okay, ja klar. Und deswegen stehe ich auch hier. Wie gesagt, wir haben jetzt ein Problem, wir haben zu wenig Platz, der Betrieb ist enorm gewachsen in den letzten Jahren. Ja. Und das hat jetzt eben dazu geführt, dass wir hier alles sehr komprimiert ist, ziemlich eng ist alles. Aber letztendlich schaffen wir es doch, sagen wir, mit der doch großen Menge an Material, was hier umgesetzt wird, insbesondere eben Kartonagen, Lastzugweise ankommen, eben Dosen, Kanister, Verschlüsse hier zu handeln und auch der richtigen Zeit dann letztendlich auch die Produktion zu bringen. Ja, okay. Dann könnte ich jetzt auch noch was machen. Hier haben wir Schwerpunkt, sagen wir mal, den Warenumschlag. Und die LKWs kommen hier an. Geht dann in die Richtung. Wir haben noch ein Lager auf dem ersten Stock. Also wie Kartonagen, leere Flaschen, Verschlüsse und so weiter. Ja, wir können kurz einen Blick hochwerfen. Ja, ja klar. Ja. Also man kann dann endlich haben. Ja, dann mit der kundenspezifische Gebinde, die wir so nicht im Programm haben, auch von Kunden geladen. Ja. Zum Beispiel. Ja. So, wiederum hier Verschlüsse. Ja, also so zieht sich das weiter. So zieht sich das weiter. So schaut es eigentlich, das ist jetzt absolut unspektakulär. Ja. Okay.
Eigentlich schon. So, aber so. Irgendwie doch interessant zu sehen, also um zu gucken, was dahinter steckt. Also ich war ja selbst noch nie in solchen Betrieben unterwegs, und habe mir das anschauen können. Und einfach mal zu gucken. Gut, man könnte es jetzt noch schöner machen. Wir sind halt hier im Altbau integriert. Ja, das ist jetzt, wenn ich das alles auf eigener Fläche hätte, würde das auch wieder anders ausschauen. Ne? Ja, ja. Könnte man das alles auch wieder, nachdem wir eben nicht viel Platz haben, muss teilweise wieder was umgesetzt werden. Das heißt, es ist einmal da, einmal steht es dort. Das ist natürlich jetzt alles nicht ganz so einfach hier. Aber wir haben trotzdem das ganze Wachstum managen können. Und wie gesagt, wir müssen ja auch wieder bauen. Ja. Das heißt, wird sich das sowieso alles wieder verändern. Ja. Auf jeden Fall. Ziel ist es, auf eine Ebene zu bekommen. Ja, weil das war super. Ja, genau. Sie dürfen da nicht genau so hinschauen, das wird halt einfach gearbeitet. Ja. Was Sie jetzt hier sehen, ich war jetzt weltweit in Schmierstoffregion unterwegs. Ja. Das ist die Grundform. Also es ist so, dass die Schmierstoffe werden entweder praktisch in Mischern gemischt. Ja. Das ist praktisch jetzt die alte Methode, oder es wird praktisch inline gemischt. Das heißt, es wird im Rohr gemischt. Ja. Ja, okay. Also es kommen bestimmte Zutaten einfach in einem Rohr zusammen, wird dort gemischt. Ja. Ja, okay. Das können Sie jetzt in den großen Schmierwerken anschauen, aber letztendlich die kleinen Einheiten arbeiten immer noch mit Mischern. Also so wie es hier jetzt hier auch machen. Ja. Was sind so die mindeste Menge, die man für Kleinbestellungen braucht? Nicht für den Versand, sondern für zum Beispiel eigenes. Ja gut, das hängt immer davon ab. Das hängt letztendlich 200 Liter, sage ich mal, die mindeste Menge, die wir hier machen können. Was natürlich letztendlich aufwendig ist, danach, dass auch die Dokumentationen auch für diese kleine Menge gemacht werden. Ja. Das heißt, es muss eine Batch angelegt werden, es müssen Laboruntersuchungen gemacht werden, es muss letztendlich alles dokumentiert werden, was letztendlich der Aufwand extrem hoch ist für 200 Liter. Ja. Das heißt, das Abfüllen und das Mischen ist gar nicht das Problem, sondern die Dokumentation. Weil wir müssen ja auch Rückschrittproben machen und wir müssen auch, gerade bei so kleinen Mengen wird es halt schwierig, weil dann doch eben dann vielleicht zum Beispiel 0,3% von einem Schäumer reinkommt. Ja. Ja. Dann werden die Mengen schon kleiner. Ja. Ja. Und das Radio ausmachen. Ja. Ja. Ja, dann werden die Mengen kleiner. Und dort werden die Mengen kleiner, was das natürlich aufwendig ist. Sicher jetzt, wenn wir jetzt ein hochpreisiges Produkt haben, wie zum Beispiel zum unsere Mikrokeramik, dann haben wir natürlich eine andere Situation. Produzieren wir natürlich auch in größeren Mengen. Also letztendlich ist es möglich, dass wir, wenn heute Kunde zum Beispiel speziell in das Kriegetriebe will, dann wird er das von uns bekommen. Ja, okay. Ja, das ist machbar. Ja. Somit sind wir sehr, sehr flexibel. Und können natürlich auf jeden Kundenwunsch auch eingehen. Ja, okay. Wobei es natürlich jetzt alles nicht so, das heißt, es geht schon schnell, letztendlich muss es über meinen Schreibtisch, man muss eine Formulierung machen, man muss, wie gesagt, den ganzen Fortlauf dokumentieren, man muss auch eine kleine Laboranalyse mitmachen. Ja, okay. Man muss dann Untersuchungen machen, haben wir entsprechende, also wie zum Beispiel jetzt Anfang von der Dichte, Flammpunkt, TBN-Wert. Ja. Sulfatasche-Wert und so weiter. Und die kommen alle automatisch, okay. Ja. Genau. Mhm. Wird das Mikrokeramik gerade irgendwo, ist das hier auch oder kriegt man das fertig oder kriegen das fertig? Nein, das machen wir hier. Das aber wir machen das jetzt nicht jeden Tag, sondern das wird einfach eine bestimmte Woche wird das eingetaktet sozusagen, und wird das dann umgesetzt. Und dann wird es eben gelagert entweder in 1000 Liter Container, wo wir ständige Röhre drin haben. Ja. Das wird man auch im anderen Lager sehen. Okay. Weil ich das jetzt nicht im Kaltlager stelle, sondern in beheizten Räumen stelle. Ja. Damit wir keine starke Absetzungen haben im Produkt. Okay. Ja. Das ist der Hauptgrund. Ja, okay. Wie oft wird in der Regel das Mikrokeramik abgefüllt? Das hängt wieder auftragsbezogen ab. Ja. Das kann von sehr oft bis dann schon mal 2 Monate zwischendrin liegen. Ja, okay. Genau. Okay. Wollen wir zum Versand? Ja, genau. Senhor, Leite. Bisschen Rumalbum. Ja, wir gehen gleich hier auf. Genau, hier muss ich. Jetzt kommen wir hier auch mal einen Schlenker rein. Mal gucken. Okay oder heller? Ja, ist okay. Ist okay, ne? Ja. Für. Kurz hier.
so ein bisschen ins Eck rund hier. Hier gerade in der Verpackung. Mhm. Und zwar hier in diesem Raum verpacken wir speziell für Endkunden, Händlerkunden, Geldpakete, die eine Kontrolle haben, beziehungsweise dass wir das automatisch an über unsere Software an DHL dann übergeben können. Ja, okay, dass sie direkt Bescheid wissen. Genau, ja. Ja. Mhm. Okay. So, und wir verwenden jetzt in dem Fall, verwenden wir als Verpackungsmaterial geknülltes Zeitungspapier. Ja. Dieses geknüllte Zeitungspapier lasse ich speziell in der Behindertenwerkstatt machen. Ja. Also wir verwenden jetzt keine Styroporchips oder irgendwelche Plastikverpackungsmaterial, sondern ich habe mich dazu entschlossen, dass wir Zeitungspapier aus Altpapiersammlungen verwenden. Ja. Die wir hier speziell dann dort im Behindertenheim dort knüllen lassen. Ja. Und mittlerweile beschäftigen wir an die 30 Leute dort, okay. Schwerstbehindert, die eigentlich nur noch Zeitungspapier knüllen können, können wir hier eine sinnvolle Aufgabe geben. Ja. Ja. So ziemlich alles gelagert, was wir für den täglichen Versand brauchen. Mhm. Gelagert von der 100 ml Flasche bis zum 20 Liter Kanister. Der verschiedenen Produkte. Das Paket wird hier gewogen, weil hier in den Rollgang integriert ist eine Waage. So, jetzt wird praktisch der Auftrag aufgerufen, weil die Pakete aufgeliefert. Ah, okay. Ja, und wird dann auch gleichzeitig ausgedruckt. Und dann gleich anschließend kann dem Kunden ein Tracking-Link geschickt werden. Und geht automatisch den Kunden E-Mail raus. Ja, oder was zum dadurch, dass er Bescheid weiß, das Paket ist gepackt und Tracking-Nummer und kann dann über die Tracking, kann er dann das Paket verfolgen. Ja, ja. Okay, super. Ja. Wir arbeiten hier mit, drüben haben wir gesehen, das ist ein Vollautomat, hier haben wir Halbautomaten. Mhm. Hier ist es wiederum so, wenn wir Kleinserien haben, ist es fast nicht rentabel, dass wir einen Vollautomaten rüsten, sondern wir rüsten hier einen Halbautomaten. Diese Maschinen sind von uns auch selbst gebaut. Ja. Okay. Hier zum Beispiel haben wir hier ein Fettetikett, dort wo eben die Kartuschen Pant eingelegt werden und etikettiert werden. Ja, ja. Okay. Mhm. Ja. Bis hin eben zum Handarbeitsplatz, wo wir Kleinserien zum Beispiel etikettieren. Ja. Ja. So, hier drin haben wir zum Beispiel jetzt auch die Keramik. Gelagert, hier ist ein Rührwerk drin, ne? Mhm. Wo das auch wieder ständig wieder hochgerührt werden kann. Ja. Ja. Wie lange braucht das Keramik, bis sich das absetzt? Ja, das braucht schon lange. Da haben wir schon ein Jahr, bis sich das mal alles abgesetzt, also auch 2 Jahre, bis es komplett absetzt. Ja, das wird sich jetzt nach und nach absetzen. Wobei wir hier aber auch über eigenentwickelte Rührgeräte, die flexibel sind, die sind mobil. Okay. Das heißt, wir können das entnehmen und können es dann wieder in den Container stecken und können wir hier aufrühren. Ja, okay. Ja. Ja. Ich sehe ja auch, dann hat man die Palette, die können wir dann im Prinzip wieder rüber zum Abfüllen. Genau. Ja, okay. Das können wir praktisch hier mit der Pumpe entnehmen. Ja. Okay. Und können so, also wir können auch direkt aus so einem Container damit abfüllen. Ja. Wenn jetzt zum Beispiel größere Serie kommt, wenn wir zum Beispiel 4.000, 5.000, 10.000 Dosen abfüllen, dann reicht natürlich ein Container nicht. Ja. Zum Beispiel, da brauchen wir mehr. Ja. Ja. Was Sie drüben gesehen haben, ist jetzt nur für Kleinserien. Okay. Das heißt, wenn jetzt ein Kunde aktuell schnell einfach, wie gesagt, mal 100 Dosen braucht. Ja. Ja. Okay. Auf ihre eigene Größe und eigene Etikett. Ja. Sag mal, wenn wir jetzt abfüllen für unser Lager, dann machen wir mal so einen Container leer. Ne? Ja, okay. Ja. Ja. Okay, verstehe ich. Ja. Dann müssen wir da unbedingt rüber. Wir können jetzt hier nochmal. Da kann man einen Schwenk machen. Ja. Da haben wir noch Produkte. So, da haben wir jetzt Vinigo gelagert. Mhm. Das gehört jetzt nicht zu unserem Thema, aber nur, dass Sie es mal sehen. Hier haben wir die. Hier haben wir Vindigo, was wir jetzt einfach zum täglichen Versand in Europa brauchen. Wie gesagt, das ganze Projekt ist noch relativ klein. Ja.
Deswegen beschränkt sich das jetzt einfach auf ein, sag mal, auf ein Regal hier, ja, was wir hier haben. Und ja, okay. Gesagt, das auch hier ist es so, dass wir immer kurzfristig schnell zum Beispiel so ein 2060 Synthetik oder ein 10W40 Motorradöl zum Beispiel auch sehr schnell in Szene setzen können. Ja, okay. So, hier haben wir den Heizraum. Hier haben wir auch einen zentralen Raum, dort wo wir mit einem Pflanzenöl PKW den Betrieb beheizen und auch Strom für uns machen. Ja, hier läuft die Kubota hinten. Ja. Der hier, ja, mit Kassel hinten und kommt da hin. Ja. 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 Was ich auch gemacht habe, ist auch eine Besonderheit. Die Radologie, die Radologieheit, steht auf einer eigenen Grundlage. Ja. Ja. Das führt dazu, dass wenn Sie mal hier draufstehen, dann nochmal hier stehen. Ja. Jetzt wird es noch mehr die Vibration. Ja. Genau. Ja. Das heißt, die Vibration des Motors, was noch reinkommt, also ich habe noch 70 cm Dunkelheit. Ja. Und drunter ist eine 5 cm Korbplatte. Ja. Und die nimmt die Schwingung auf. Ja. Und seitlich auch ist es abgedämmt. Somit schwimmt quasi der Motor auf einer eigenen Betonplatte. Ja. Und steht auf einer eigenen Betonplatte. Ja, okay. Ja. Somit wird das, wird die Schwingung nicht ins Gebäude übertragen. Ja. Das ist eigentlich so abends so. Auf das ist eine eigene Funktion. Das ist eigentlich, das habe ich selbst gebaut. Ja. Genau, hier. Ganz im Da habe ich mir auch ein Smiley machen lassen. Ja. Ja. Den gibt es auf Diesel, da ist halt so, dann ist es so. Wenn die Tür zu ist, hört man ja gar nichts. Geil, ne? Sie hören hier jetzt die Pumpe, die hier läuft. Ist, hier mache ich zum Beispiel meine Kraftstoffaufbereitung. Ja. Das ist jetzt, ja, es ist eigentlich ein Bastelwerk, ja, muss man klar so sagen. Aber ich habe jetzt hier zum Beispiel die Pumpe versorgt, ist den Motor. Diese Pumpe läuft permanent und bereitet den Kraftstoff auf. Ja. Hier über diese Ultraschalleinheit, wo wir sprachen. Ja. Ja, ja. Das führt dazu, dass wir eine wesentlich effiziente Verbrennung bekommen. Mhm. Ja. Also wenn ich es wegschalte, wobei es natürlich jetzt ungefähr jetzt zwei Tage, drei Tage dauert, bis der Effekt kommt. Ja. Weil der Verbrauch, wir brauchen jetzt am Tag so um 50 Liter in etwa. Hm? Treibstoff, dass die Abgastemperatur um 20 Grad steigt, wenn ich das System nicht in Betrieb habe. Ja, okay. Also es bringt eine ganz, ganz deutliche Verbesserung. Ja. Wie hoch wäre der Verbrauch, wenn man diese Ultraschallanlage nicht drin hätte? Würde man das merken, dass ein Teil 50 dann... Ja gut, wenn ich jetzt einmal weniger Abgastemperatur habe, dann bleibt mir mehr Energie übrig. Also der stößt weniger Energie raus. Ja. Die Effizienzsteigerung auswerten konnte ich das noch nicht, weil wir müssen jetzt das ja zweimal auswerten, einmal in Form von Wärmeabgabe und einmal schon von Strom. Ja, okay. Oder da habe ich die Messtechnik hier zu, um sowas auswerten. Ja. Ich sehe es nur am Abgasverhalten, am Abgastemperaturverhalten am Motor. Ja. So, hier habe ich jetzt noch eine Büroeinheit eingebaut. Weil wir jetzt auch so stark gewachsen, geplant war das nicht. Das Bürogebäude hätte hier integriert werden sollen. Ja. Und es ist so, dass ich jetzt hier nochmal eine Verwartungseinheit eingebaut habe. Ja. Für eine Halbtagskraft. Das ist jetzt, sagen wir so, das ist notgedrungen gemacht worden. Eigentlich ist es ein Bürogebäude. Ja, okay. Das wird ein Bürogebäude. Das geht hier noch weiter. Wir haben jetzt auch noch eine Lage. Sorry Chef, nicht schimpfen. Ich dachte, wir nehmen gleich auf. Achso, ne, kennen wir. Achso, ja, alles gut. Ne, wegen Licht. So, und das wird jetzt, sag mal, Bürogebäude. Ja. Nur ich habe das jetzt notgedrungen als Lager wieder genutzt oder als Arbeitsraum. Ja. Und nachdem wir praktisch auch einen Raum brauchen, wo wir ein bisschen in YouTube was machen können, ja, und auch vorbereiten können, haben wir ein Studio eingerichtet. Ja. Dort, wo wir jetzt verschiedene Tests auch durchführen werden,
Ja. Wir vielleicht mal ein Interview machen können. Ja. Okay, ja, cool. Mega cool. Ja, kommen wir jetzt zur richtigen Zeit. Ja, klar. Ja, das ist gut. Ja. So, hier sind wir gerade dabei. Oder was wir gemacht haben. Für den YouTube, den Film können wir nochmal anschauen. Spezielle Wasserfindepaste. Engaffstoffe. Das ist wirklich speziell entwickelt worden. Water Finding Paste. Ja. Ja. Quickly detects water in seconds. Ja. Okay. Dieses, ja, vielleicht machen wir das kurz da drüben. Hm? Ja, ja, drüber. Wo da drüben? Hm? Wo da drüben? Hier. Ja, okay. Vorsicht. Also das ist jetzt eine Wasserfindepaste. Die ist speziell entwickelt worden, um Wasseranteil in Kraftstoffe aufzufinden. Genau, so wie es aussieht, habt ihr es jetzt bis zum Ende des Videos geschafft. Ich glaube, das war auch eine harte Kur, aber glaube ich hoffentlich auch für euch sehr unterhaltsam. Nochmal für alle, ich würde mich sehr freuen, wenn ihr den Channel liked, abonniert oder teilt. Aber auch wirklich immer kommentieren, was für Erfahrungen ihr gesammelt habt. Wenn ihr bis zum Ende dran geblieben seid, dann nutzten wir mal den Hashtag dran geblieben. Ja, haut das einfach mal raus. Es würde mich interessieren, wer wirklich bis zum Ende durchgehalten hat und wer Bock hatte oder wer was gelernt hat. Ja, kann sagen, ich bin schlauer geworden oder sowas. Auf jeden Fall würde ich mich sehr freuen, wenn das Ganze ein bisschen Reichweite kriegt. Ansonsten warten noch sehr viele Videos auf euch. Ja, ich höre auf zu quatschen. Ich hoffe, ihr hattet Spaß. Kommentiert gerne, lasst mich das wissen, ob es cool wäre oder nicht. Und dann bis bald im nächsten Video. Haut rein, Jungs. Peace.